Ja, hallo zusammen. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zum Workshop Videoeinsatz in der Hochschullehre at FAU. Mein Name ist Christian Attenberger. Ich bin derzeit tätig am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Projekt allerdings entstanden ist, da war ich studentische Hilfskraft, genau genommen Tutor an der Professur für Wirtschaftsmathematik, eben auch im Fachbereich. Ich hatte die Möglichkeit, dieses Projekt vollständig eigenständig zu entwickeln. Also ich kam auf die Idee und habe mir dann gedacht, es wäre mal nicht schlecht, ein virtuelles Tutorium eben in dem Modul Finanzmathematik zu entwickeln. Dieses Tutorium besteht aus einer Sammlung von Screencasts. Screencasts sind eigentlich digitale Kurzfilme, die das Geschehen am Computerbildschirm wiedergeben. Und wie Sie hier schon angedeutet sehen, die Videos sind auch auf StudOn und auf YouTube verfügbar. Also wer Lust hat, sich das ein oder andere Video mal anzusehen, ich gebe später den Link, dann können Sie auch mal zu Hause eins von diesen Videos ansehen. Ich will kurz über die Ausgangslage berichten in dem Modul Finanzmathematik. Also es ist am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ein Erstsemestermodul, ein Massenfach, nämlich ca. 1000 Studierende besuchen diese Veranstaltung so im Schnitt pro Semester. Wir haben das klassische Lehrkonzept hier, eine Präsenzvorlesung mit einem Präsenztutorium, und es gibt sogar Videoaufzeichnungen schon von den Vorlesungen, die für die Studierenden verfügbar waren zu dem Zeitpunkt damals. Ein Merkmal oder ein Thema in diesem Modul ist die Heterogenität der Studierenden in Vorlesung, aber auch im Tutorium. Das heißt, grundlegende mathematische Tools, beispielsweise wie das Newton'sche Annäherungsverfahren, sind den Studierenden wenig bekannt, also teilweise wenig bekannt. Das Vorwissen ist also sehr heterogen, und gerade bei mathematischen Lerninhalten ist es am Fachbereich so, dass die Lerngeschwindigkeit bei den Studierenden auch sehr unterschiedlich ist. Also manche tun sich einfach schwer und manche tun sich leicht. Und für alle die, die sich ein bisschen schwerer tun, da habe ich damals mir dieses Konzept ausgedacht. Und es ist auch deshalb so, dass aufgrund dieser Heterogenität, dass die Tutorien sehr inputorientiert gestaltet sind. Das heißt, der Tutor, der muss erstmal nochmal einige Konzepte der Vorlesung wiederholen und studentennah erklären, damit überhaupt dann erst eine Übung im Tutorium stattfinden kann. Deshalb bleibt immer wenig Zeit, in den Tutorien zu üben. Hinzu kommt, dass eben aufgrund dieser großen Masse an Studierenden auch die Tutorien teilweise mit mehr als 100 Studierenden besetzt waren, vor allem dann zu günstigen Zeiten, also zu Zeiten, wo die Studierenden dann auch vorzugsweise in Tutorien begeben, also so kleine Randzeiten wie Freitag, Vormittag, da gibt es auch kleinere Tutorien, aber so Mittwoch um 1, da sitzen dann alle Studierenden in den Tutorien drinnen. Was war also das Ziel eigentlich? Naja, also in den Tutorien soll aktives Üben im Vordergrund stehen. Die Idee war eben, dass die Zeit für die Wiederholungen der Vorlesungsinhalte verringert werden soll, in den Tutorien. Und deshalb auch der Fokus eben gelegt werden soll auf eine intensivere Vorbereitung der Lerninhalte durch die Studierenden. Das bedeutet, dass das Selbststudium gefördert werden soll der Studierenden. Und das ist ziemlich herausfordernd. Und ich habe mir überlegt, die zwei Herausforderungen waren jetzt eigentlich so bei uns, einmal die Studierenden zu motivieren, so ein Selbststudium selbstständig durchzuführen, und einmal, was ich auch persönlich ganz, ganz wichtig finde, so ein Selbststudium als strukturell in das Lehrkonzept, also in diesem Fall in das Tutoriumskonzept einzubinden. Wie wollten wir das damals machen? Einmal die Anpassung des Schwierigkeitsgrads der Lerninhalte an das Vorwissen der Studierenden. Das ist eigentlich möglich, indem eben Tutoren solche Videos dann auch produzieren, solche Screencasts.
damit einfach auf einer Studierendensprache diese Lerninhalte vermittelt werden. Und wir wollten moderne Formen multimedialen Lernens nutzen. Und bei der Einbindung, wollten wir Studierende auch weiterhin beim Selbststudium betreuen und aber auch dieses Selbststudium zeitlich gliedern. Das heißt, die Studierenden wissen, wann sie welche Videos anschauen werden. Das Ganze ist also ein Blended Learning Konzept. Es gibt weiterhin ein Präsenztutorium und eine sogenannte Vorbereitungsphase. Und die Idee war eben genau diese, dass man diese Input-Phase, die vorher immer in den Tutorien stattgefunden hat, in kurze digitale Lehrvideos in Form von Screencasts auslagert. Und dann sollte eben zu jedem thematischen Block in den Tutorien, also zu jedem thematischen Block, der in den Tutorien behandelt werden soll, ein paar Vorbereitungsvideos erstellt werden. Und dann kann in den Präsenztutorien, so war die Überlegung, eben aktives Üben im Vordergrund stehen. Und die Tutoren steuern eben die Reihenfolge des Selbststudiums. Das ist vielleicht hier nochmal das Interessante, dass die dann eben in den Präsenztutorien sagen, nächste Woche wollen wir Thema XY behandeln, schaut euch bitte dazu Video sowieso und sowieso an. Die Umsetzung bzw. hier die Produktion des Screencasts ist relativ einfach. Man braucht eigentlich nur einen Laptop, im besten Falle so ein USB-Mikrofon. Ein Grafiktablet haben wir benutzt. Das ist eine Schreiboberfläche, mit der man mit einem speziellen Stift schreibt und dann wird das, was man geschrieben hat, am Computerbildschirm angezeigt. Die Software, die wir dazu verwendet haben, ist Camtasia, eine Screencast-Software. Die ist kostenpflichtig, es gibt allerdings inzwischen auch zahlreiche Open-Source-Varianten. Und die Schreiboberfläche, die wir genutzt haben, ist das Windows Journal. Das ist ein Programm, das bei Windows schon vorinstalliert ist, also kostenlos ist, im Prinzip so eine Art Notizblock. Die Videos haben wir dann eben auf Stuttgart und auf YouTube hochgeladen und bei YouTube noch in so Playlists organisiert und entsprechend miteinander verlinkt. Wie sieht die Umsetzung inhaltlich didaktisch aus? Ich habe mir ein paar Designprinzipien überlegt, nämlich dass solche Videos nicht länger als 10 Minuten sein sollten, um die Aufmerksamkeit der Studierenden zu gewährleisten. Dann ist ein Prinzip, dass eben der Tutor die Inhalte auswählt, um die Anpassung dieser Lernvoraussetzungen bei den Studierenden entsprechend anzupassen. Der Tutor kennt also die typischen Lernschwierigkeiten annahmegemäß und das war für das Konzept für uns ganz wichtig. Der Ablauf, es gibt eine kurze thematische Hinführung zum Video, also eine kurze Begrüßung, da wird erzählt, ne, das ist jetzt ein Vorbereitungsvideo zu dem Thema XY und dann gibt es eigentlich so zwei Varianten. Einmal, man erläutert den mathematischen Begriff. In diesem Fall haben wir immer so das induktive Vorgehen gewählt, einfach mit einem Beispiel angefangen und dann konnte man der Studierende eben sich über die Beispiele zum abstrakteren Modell, zum abstrakten mathematischen Modell gelangen. Andere Variante ist das Lernen am Modell. In diesem Video ist einfach umgesetzt, dass man Schritt für Schritt, also sehr kleinschrittig, Aufgaben löst, Beispielaufgaben löst. Somit kann die Herangehensweise an solchen Aufgaben auch simuliert werden. Ja, hier sehen Sie ein kurzes Beispiel, so von der Optik her. Man sieht im Hintergrund diese Schreiboberfläche, das ist das Windows Journal. Da ist noch eine Tabelle hinein kopiert worden. Man kann das also so aufbauen wie so ein Arbeitsblatt und dann ausfüllen. Im Laufe des Videos wird das eben ausgefüllt mit Hilfe dieses Stiftes und dem Grafiktablet. Rechts unten sieht man noch mein Bild, da bin ich mal eingeblendet, das muss man aber nicht unbedingt machen, das ist optional. Also manche haben gesagt, das ist ganz nett, andere brauchen das wiederum nicht, für die ist das nicht wichtig. So, abschließend,
die Erfahrungen. Also es ist technisch relativ einfach, solche Lehrvideos zu erstellen. Das Windows Journal simuliert einfach den Tafelvortrag. Man kann aber auch durch das Abfilmen eben des Computerbildschirms auch jedes andere Medium integrieren. Wir haben das auch mal ausprobiert mit so dynamischen Arbeitsblättern, wo man so einen Funktionsgraph eben anzeigen kann. Dann ändert man eine Variable und dann ändert sich der Funktionsgraph und das erhöht einfach die Anschaulichkeit für die Studierenden. Die Screencasts werden sehr gut angenommen. Inzwischen haben wir auf YouTube 60.000 Views auf ca. 20 Videos. Liegt wahrscheinlich darin, es ist im Moment in, kurze Videos auf YouTube anzuschauen. Sie sind kurz und bündig und werden eben sehr gut angenommen. Wir haben eine kurze Evaluation durchgeführt. Der subjektive Lernerfolg scheint sehr hoch zu sein. So haben uns die Studierenden das zumindest zurückgemeldet, nämlich 97% der Studierenden geben an, dass die Lerninhalte besser verstanden werden. Das Nette an dem Konzept ist auch, dass die Einbindung dieser Idee mit Screencasts in andere Lehrkonzepte eigentlich relativ einfach erfolgen kann. Also so Screencasts bringt man eigentlich immer ganz gut irgendwo unter. Das war es auch schon von meiner Seite. Darum will ich mich ganz herzlich nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag der Lehre. Wir hören uns ja wahrscheinlich dann später nochmal, wenn dann Fragen kommen vielleicht noch. Danke!